Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. In der letzten Folge haben wir hier diese Göre oder was das auch immer war besiegt gehabt. Noch in den letzten paar Sekunden der Aufnahme, da ich ja momentan nur 15 Minuten Folgen aufnehmen kann, war das dann doch ein bisschen eng am Schluss. In der letzten Sekunde haben wir diese Göre noch platt gemacht und ja, wir gehen zum nächsten Gegner hoch. Na komm, den nehmen wir jetzt mit. Hier kommt die Nummer 3. Ich mach dir das Leben schwer. Versuche es mir schwer zu machen. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Teenager Frieda. Ich dachte, Frieda ist ein Mädchenname. Du Mädchen! Wird Sandan einsetzen? Sandan, das ist natürlich extrem scheiße, dass wir jetzt unser Pikachu an erster Stelle haben. Aber ich probiere es mit Mega Kick. Der Mega-Kick trifft sogar mal. Der Mega-Kick, wie man vielleicht gerade gesehen hat, hat nur 5 Aufladungen. Das bedeutet auch, dass er nicht immer trifft, weil das eine schon extrem starke Attacke ist. Und der Ruckzuck-Hieb wird Sandan in die ewigen Jagdgründe zurückschicken. Darf noch ein paar Löcher buddeln. Tschüss, Sandan. Als nächstes wird Rettern in den Kampf geschickt. Naja, Rettern, komm dann. Ja, ich möchte wechseln. Für Rettern nehmen wir mal Bibor. Weil Bibor braucht definitiv ein bisschen Training, wie man sieht. Ich hoffe, dass Rettern... ja, scheiße. Gut, Rettern vermindert sogar den Angriff von unserem Bibor durch Bedroher. Scheiße. Ich hoffe, dass der Furienschlag trotzdem effektiv ist. Nein, ist er natürlich nicht. Scheiße. Immerhin haben wir 4-mal getroffen und Rettern macht Biss und das bringt nicht viel. Das ist schön. Giftstachel brauchen wir, glaube ich, gar nicht machen, weil ich glaube, Rettern ist auch vom Typ Gift. Also weiter Furienschlag spammen. Ich glaube, mit Level 15 bekommen wir die nächste Attacke mit Bibor. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und der nächste Biss, das war auch noch ein Volltreffer. Da muss ich echt sagen, ich glaube, Wickel wäre mir lieber. Wickel ist ja im Endeffekt auch nur wie Furienschlag, macht aber pro Runde nur einmal Schaden. Also jede Runde dann, bis der Wickel gelöst wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr. Und wieder ein Furienschlag, gegebenenfalls, ja, sehr schön, Volltreffer und noch ein, komm, komm, komm. 3-mal getroffen. Silberblick kann mir gestohlen bleiben. Wir werden jetzt nochmal den Giftstachel hinterher setzen. Und das war's dann mit Rettern und unser Bibor wird schön EP abkassieren. Das ist nicht sehr effektiv, das ist mir egal, es hat gereicht. Bibor hält 186 EP. Und ein Level Up, super! Bibor ist Level 13. Können wir es jetzt einmotten? Ist mir egal. Nein, Quatsch. Wir werden unser Bibor schön hegen und pflegen, bis es groß ist. Ah, eiskalt erwischt. Eiskalt mit Doppel-I natürlich. Hallo, eiskalt. Ja, da haben wir ein paar Pocket-Dollar abkassiert und wir werden... Nee, wir werden unsere Pokémon nicht heilen. Die nehmen wir noch mit. Ich bin die Nummer 4. Wirst du müde? Nein, werde ich nicht, Baby. Göre Una. Nidoran männlich. Ein männliches Nidoran. Die blöde Kuh hat unser männliches Nidoran. Das wir niemals haben konnten. So. Mega Kick. Und die Attacke ging daneben. Wie ich eben auch schon sagte, diese Attacke trifft nicht immer. Ist halt eine Nummer. Zu stark für immer treffen. Schade eigentlich. Ruckzuck. Gut, dass der Mega-Kick nicht getroffen hat. Ich muss hoffen, dass der Donnerschock genug Schaden macht an dem Viech. Weil wir das Viech nicht berühren dürfen, ansonsten sind wir vergiftet und können sofort zur Mama zurücklaufen. Und durch die Statik von Nidoran ist Nidoran jetzt paralysiert. Durch die Statik von unserem Pikachu ist Nidoran jetzt paralysiert. Das ist super, ist das? Und Nidoran männlich wurde besiegt. Stufe 16, 205 EP. Dankeschön. Nehme ich gerne. Und jetzt noch ein Weib... Nein, ich wollte eigentlich nicht wechseln. Wir haben jetzt ein weibliches Nidoran als Gegner.
Ein weibliches Nidoran ist toll. Wir haben auch eins auf der Bank, das wir irgendwann mal trainieren werden, aber nicht jetzt. Wir haben momentan noch mit Bibor genug Arbeit vor uns und mit dem nächsten Pokémon, das wir fangen werden, definitiv auch genug Arbeit. Der ein oder andere wird sich schon denken, welches es wird. Bei Nidoran gilt jetzt wieder, also beim weiblichen Nidoran gilt genau das gleiche wie beim männlichen. Wir dürfen es nicht berühren, sonst sind wir vergiftet. Dementsprechend wieder nur Donnerschock-Spam. Ruckzuck berühren wir es beim Slam sowieso und beim Mega-Kick auch. Also nochmal den Donnerschock und tschüss Nidoran. Gesell dich zu deinem Schätzchen. Zu dem männlichen Nidoran. Macht ganz viele kleine Nidorans. So mit Nase aneinander reiben und so. Pikachu erreicht Level 21. Juhu, und die Göre Una wurde besiegt. Una. Das ist ein Name, den habe ich noch nie gehört. Und ich erinnere mich auch nicht mehr an den Namen aus den vorherigen Spielen. Ach, das sind 5 Spieler. Gut, dann werden wir den 5. jetzt auch noch platt machen. Das könnte jetzt ein... Nee, Wanderer ist das nicht. Was ist denn das? Ein Teenager? Nee. Ich bin die Nummer 5. Dich mache ich platt. Mach das. Versuch mich platt zu machen. Ich reiß dir sowas von den Arsch auf, mein Kleiner. Und dann wirst du erstmal sehen, dass man sich nicht mit Größeren anlegt. Ein Camper ist das. Camper Ewald. Ewald. Bei uns hieß man Metzger Ewald. Camper Ewald setzt Mankey ein. Mankey Stufe 18. Leck mich am Arsch. Das könnte jetzt natürlich schon ein bisschen härter werden. Und wir versuchen jetzt zum ersten Mal den Slam. Hoffen, dass der was... Yay, jetzt noch den Ruckzuck-Hieb hinterher und wir haben gewonnen. So, wir haben die Nugget-Brücke somit abgeschlossen. 285 EP für unser Pikachu. Und jetzt geht's zurück ins Pokémon-Center, bevor wir den Preis abholen. Weil ich schon weiß, was da oben als Preis auf uns wartet. Gut, heil mal bitte meine Pokémon, Kleines. No. Ach, hab ich jetzt zweimal geheilt. Ich spam immer nur die Taste und guck dann nicht hin. Dann gucke ich meistens auf Audacity oder auf den Timer. Den Timer, gerade hat's einmal, wie wir die Brücke verlassen haben, ein wenig geleckt. Da habe ich probiert, mit der Leertaste zu rennen, warum auch immer. Und habe den Timer angehalten. Ich glaube, ich sollte den echt auf eine andere Taste draufsetzen. Jetzt muss ich nämlich umso mehr im Auge behalten. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Leck der Held ein Nugget. Yay. Das Nugget können wir dann gleich verkaufen. Das gibt dann immerhin schon mal ein bisschen Gold für uns. Pokédollar, Entschuldigung, ich rede immer in Gold, egal welches Spiel ich spiele. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Wenn du mich so fragst, ja, ich möchte Mitglied werden. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Wirklich? Also ich mag meine Pokémon und ich möchte damit nichts Böses anstellen. Möchtest du beitreten? Ich mag das Team Rocket eigentlich. So Jesse und James, die waren... Es war saumäßig dämlich und haben mit ihren scheiß Auftrittssprüchen immer genervt, aber ich mochte sie. Ich mochte die beiden. Doch, ich möchte. Komm schon, werde Mitglied. Ja, ich möchte Mitglied werden. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich will doch. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Alles klar. Zeig, was du drauf hast, Kleiner. So, der Rocketrübel hat einen Rettern. Rettern werden wir jetzt einmal in der Mitte durchbeißen und wieder ausspucken. Pikachu, du machst das schon. Wir hätten Pikachu noch nicht mal heilen müssen. Ich habe gedacht, seine Viecher wären stärker. Wir probieren es wieder mit dem Mega-Kick in Hoffnung, dass er trifft. Jawohl, der hat jetzt Rettern ins nächste Paralleluniversum getreten. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, und da ist der Wickel. Der Wickel auch noch ein Volltreffer. Ja, Pikachu wurde umwickelt und wurde durch Wickel verletzt. Kommt noch ein Ruckzuck-Hieb und tschüss, Retter. Jo, da hätten wir schon das erste Viech. Wie viele Pokémons hat er dabei? Jetzt hat er einen Zubat. Möchtest du wechseln? Nein, möchte ich nicht. Und er hat auch nur noch das Zubat.
Also ist das dann natürlich auch Geschichte. Ja. Ach, ich bin gerade schon mal ziemlich, da ich ja eben aus Versehen den Timer angehalten habe, ich sehe gerade, unten steht noch die Zeit, wie es bis dahin war. Also ist es doch nicht so schwer zurückzuberechnen, um die 15 Minuten halbwegs anständig voll zu bekommen. Donnerschock. Ich habe mich natürlich verklickt, da ich mal wieder mit den Augen über dem Timer war. Der Timer, der ist jetzt für mich doch so ein bisschen so ein kleiner Blickfang, weil ich halt gezielt darauf achten möchte. Ansonsten haben wir wieder einen Schnitt mitten in der Folge und den wieder an irgendeiner unmöglichen Stelle. Bei deinem Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denke darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich überleg's mir, mein Kleiner. So, wir machen uns... Ja, wir machen uns zurück ins Pokémon Center. Nee, machen wir nicht, 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 nein, machen wir nicht. Was haben wir denn hier oben? Da ist ein Item. Anziehung. Was ist denn bitte schön Anziehung? Kenne ich nicht. Müsste auch eine von den neuen Attacken sein. So, hier haben wir mal wieder die Chance, wie ich sehe, unser Shillock ein wenig zu trainieren. Was mache ich denn da, ich Idiot? Shillock, Tausch, Pikachu. So, hallo. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Ja, bist ja ein Wanderer. Also, meine Zunge hat über den Boden geschliffen. Das glaubst du nicht. So, was hat er denn dabei? Ein Marschollo hat er dabei. Könnte scheiße werden. Ist auch nur 2 Level unter uns. Ich gebe mal einen Mega-Hieb schön in die Zähne. Ja, der Mega-Hieb, der sitzt. Ein Fußkick, der wird bei uns... Nö, der macht nicht so viel an uns. Und die Aquaknarre hinterher. Ja, gut. Ob ich jetzt Mega-Kick gemacht hätte, oder irgendwas anderes. Die Aquaknarre hat jetzt so ziemlich das Gleiche gebracht. Aber Marschollo wird jetzt, wieder zurück in seinen Pokéball verschwinden. Und was kommt als nächstes vom Wanderer? Ein Kleinstein. Es ist natürlich sehr gut, dass wir unser Shillock schon draußen haben. Dementsprechend behalten wir unser Shillock jetzt auch draußen. Und Aquaknarre. Tschüss, Kleinstein. Warst ein guter. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh, unser Shillock hat ein Level Up und ist jetzt Level 18. Spieler besiegt Wanderer Kaspar. Ich habe einen Kaspar besiegt. Kasperle-Theater. Du hast schwer gekämpft. Ja, ein bisschen. Dankeschön für deine großzügige Siegesgebühr. Ich sagte eben schon so schön zu dem Kleinstein. Leb wohl, mach's gut. Und an dieser Stelle auch zu euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.